Herzlich willkommen zur dritten Tomodachi Live Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin so Ivo und wir haben da irgendwie was blinken auf der Map. Da gehen wir da doch erstmal hin. Ich glaube, das ist der Strand. Mal gucken, wer da unterwegs ist. Oh, die Caitlin macht da rum. Mal gucken. Können wir da irgendwie was machen? Er ist zoomen. Okay, wir können sie anzoomen, aber das merke ich da irgendwie nicht. Na gut, dann lassen wir die mal wieder in Ruhe, die gute Katie. Gehen wir mal zu Hause gucken, ob die irgendwas haben und was brauchen. Meine guten kleinen Mies. So, wo ist hier? Gehen wir erstmal zu uns. Rekalin kommt später. Guten Abend. Guten Abend, sagt er. Das ist ja krass. Was willst du denn? Ich habe gehört, dass Katie mit mir befreundet sein will. Okay. Wie schön. Vielleicht sollte ich einmal mit ihr. Ja, warum denn nicht? Ich habe da nichts gegen. Aber die ist am Strand, mein Freund. Ach, du Kacke, was macht die denn da? Ich hab's mir ein bisschen anders überlegt. Die ist ein bisschen abgedreht. Oh, wie sie da hinwackelt. Oh je. Gude. Oh je. Okay. Alles klar. Hoffentlich mögen die sich. Oh, sieht gut aus. Partner, beste Freunde, okay. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Alles klar, mein Freund. Neuer Level, oh. Gucken, was es dafür gibt. Was verschenken? Wir schenken ihm mal ein... Du schenkst ihm mir ein Lied, kann es dieses jederzeit singen. Du kannst den Text des Liedes frei ändern und ein ganz neues Lied daraus dichten. Was ist, wenn mehrere Charaktere das gleiche Lied kennen? Ui. Wir machen... Was ist denn Metal? Ich weiß nicht, nimm mal Rock einfach nur. Hau mal raus, mein Freund. Lied verschenkt, Rock. Ich hoffe, da gibt es keine Probleme mit dem Copyright. Ab 18 Spray, okay. Du kannst aber jetzt das Lied-Symbol verwenden, berührst, wenn so Ivo die Endlied singen soll. Okay, so Ivo, hau raus. Ich will nur erwähnen, ich kann nicht singen, also wenn es irgendwie was ist, dann wisst ihr Bescheid. Das liegt daran, dass ich nicht singen kann. Oh, was ist hier los? Einmeldung. Als Antwort auf den Wunsch einiger, sich mal so richtig das Herz aus dem Leib singen zu können, wurde heute eine große Verleih eröffnet. In der Konzerthalle können die Charaktere die tollsten Lieder zum Besten geben, die sie als Geschenk vom Ebenbild von Soevo erhalten haben. Krass. Hier kann sich jeder mal wie ein Popstar fühlen. Man kann sich sogar von Hintergrundtänzern unterscheiden. Ach du Kacke. Alle, die eine Karriere im Bereich Gesang anstreben oder einfach nur mal Stress abbauen wollen, sollten vorbeischauen. Okay. Die Konzerthalle kann über dem Kartenbildschirm betreten werden, aber da so gut wie alle gern singen, haben wir in ihren Zimmern ein Notensymbol für direkten Zutritt untergebracht. Okay. Danke fürs Zuschauen. Ich habe ein bisschen Angst, dass das wegen YouTube ein bisschen Probleme macht. Wir werden es uns trotzdem jetzt einmal angucken. Solo singen. Okay. Dann hau mal raus, mein Freund. Du kannst nur Rock singen. Okay, Rocker müssen rocken. Rock'n'Roll, Baby. Hau raus. Ich bin gespannt. Halt die Klappe. Was geht da ab? Wieder hinten Elvis Dance. Und irgendwas anderes. Okay. Ich fühle mich gut. Halt die Fresse! Wenn wir uns ist alles andere egal. Okay, Mann. Okay. Was geht da ab? Holy shit. Holy shit. War das zu gut? Alles klar, das reicht erstmal. Wir brauchen erstmal noch andere Lieder, damit das wirklich was machen. Also das war ja krasser Scheiß. Die Konzerthalle. Die Menge ist hier, um eine Performance der Einwohner zu erleben. Einen großen Applaus für die Künstler. Okay. Heieiei, war das krasser Shit. Oh Mann. So, gehen wir erstmal wieder nach Hause. Rektalin möchte nämlich auch noch irgendwas. Ja, Rektalin ist ja in Ordnung, ich kümmere mich schon um dich. Was willst du denn? Magst du etwas? Oh ja, mit dir spiele ich gern. Klar spielen wir.
Klopfringkampf. Lass deine Figur in einem spannenden Ringkampf antreten. Du gewinnst, wenn die gegnerische Figur zu Boden geht oder du sie aus dem Ring drängst, okay? Wie mache ich das? Komm schon. Klopf einfach immer wieder durch Tippen auf den Touchscreen. Okay, krieg ich hin. Ach, hey, Mini. Klick, 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 klick. Komm, 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 komm. Wie ver... Halt die Fresse, warum gewinnt Rektalin jedes Mal? Das macht gar keinen Sinn. Ich hab gedrückt wie ein Bekloppter. Schade, schade. Aber das machen wir dir. Nee, ich glaube eher nicht. Du cheatest nämlich. Eine Klopapierrolle habe ich bekommen. Ach du Scheiße. Naja gut, was hast du denn? Hunger oder was? Was könnte ich nur sagen, wenn ich wütend bin? Wieso bist du wütend? Phrase lernen? Okay. Okay. Rektalin. Böse. Keine Geste, wütend 1. Okay, wütend 1 sieht schon mal gut aus. Das finde ich gut. Ich nehme das dritte, das gefällt mir am besten. Jetzt muss ich's. Das ist so ein Schwachsinn. Oh, Mann, ist das gut. Das ist so gut. Du kannst ja jetzt das Fragensymbol verwenden. Berührst du jetzt, kannst du deinem Bi eine neue Phrase beibringen? Oh Mann, ist das abgedreht. Im dunklen Wald zu pfeifen ist doch auch keine Lösung, oder? Okay, Rektalin. Ich weiß ganz genau, dass du sowas eigentlich nie sagen würdest. Hier kriegst du einen Orangensaft von mir. Gucken, was hältst du da davon? Hey, wie es mir wieder hingefallen ist beim Rektalin. Ach, hey. Fand er ziemlich gut lecker, okay. Bitte sehr. Ein oh, okay. Was krieg ich denn? Eine Haarfärbespray. Okay, abgedreht. Ich geh mal lieber zu uns. Du bist mir ein bisschen zu verrückt. Wieso Evo ist hier und pennt? Ich penne doch noch gar nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Mach mal auf, mein Freund. Oh, ich kann ihn anmalen, weil er pennt. Das ist ja gut. Alles klar. What the fuck? Jetzt hat er keine Augen mehr. Okay. Wir malen jetzt hier mal was. Okay, jetzt merken wir mal, wie schwer das ist, mit so einem Stylus da zu malen. Ich will nur erwähnen, ich kann nicht malen. Falls ihr euch wundert. Schick, schick. Wie gut, dass ich nicht malen kann. Oh Mann. Dazu bin ich auch noch unkreativ. Okay. Mal gucken, was er sagt, wenn er morgen aufsteht und angemalt ist. Und ich sehe immer noch angemalt. Der ist nicht mehr angemalt, das ist ja blöd. Der ist ja blöd. Was machen wir denn jetzt mit dem, wenn der da pennt? Das ist ja irgendwie ein bisschen ungut, wenn der pennt, während wir hier spielen. Gucken wir halt mal, was in der Stadt noch so abgeht, würde ich sagen. Die ist immer noch da. Ausgedehnte Spaziergänge, ist schon klar. Besuchen. Gucken, was hier so abgeht. Wir haben keinen Orangensaft mehr, den brauche ich wieder. Danke. Was gibt's denn hier noch so? Katalog. Das haben wir alles schon mal probiert, das auch. Das haben wir auch alles schon gekauft, glaube ich. Davon brauchen wir aber nochmal was, weil wir das, glaube ich, jemand anders hergegeben haben. Wo es war es? Nee, Schnitzel haben wir Rektalin gegeben. Das ist ja ungut. So. Spaghetti haben wir auch keine mehr. Kaufen wir doch gleich mal zwei. Hier Salat haben wir auch nicht mehr im Besitz. Kaufen wir auch mal zwei. Weißbrot haben wir eins. Wurst haben wir auch. Das haben wir noch. Orangensaft haben wir eingekauft gehabt. Gut. Bitte, bitte, Roboman. Oder ist die Katie nach Hause gekommen? Mal gucken, was da so abgeht. Was will die denn?
stalken wir die mal. Wie, die schläft auf dem Fußboden. Ist die irgendwie ein bisschen gaga? Können wir jetzt hier einen Traum angucken, was? Deck die Solarzelle doch mal mit der Hand ab. Wie? Solarzelle mit der Hand ab? Den check ich nicht. Okay. Bewegt den Gameboy und dadurch passiert irgendwas. Irgendwo, es muss hier so eine Dings sein, oder was? Was ist denn die Solarzelle? Solarenergie? Muss ich das vielleicht irgendwie ins Licht halten oder so ein Schwachsinn, dass die Kamera das entdeckt? Kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen jetzt, wenn ich ehrlich bin. Ich check nicht, was ich hier machen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich check's nicht. Was soll ich da machen? Das macht gar keinen Sinn. Ich geh mal zurück. Das macht keinen Sinn für mich in meiner Welt. Okay, ich habe irgendwas bekommen. Ah, okay, sie ist wach geworden. Was willst du denn, meine Freundin? Guten Abend. Guten Abend. Irgendwas hast du? Ich wäre so gern mit Rektalin befreundet. Okay. Ich stell dich vor. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihm... Ach, du fragst mich für Zeug. Aufmerksam. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und... Hau rein, mach das. Der arme Kerl schläft doch bestimmt. Oh, ich verkuppel euch jetzt. Eieieiei. Gute. Hoffentlich mögen die sich nicht, das wäre lustig. Rektalin, böse! Richtig Freundschaft geschlossen haben wir. Und die mögen sich wohl wirklich nicht. Okay. Alle auf der Insel sind dir dankbar, Ebenbild von so. Alles klar. Finde ich gut. Gib mir mal einen Schnitzel. Hier, bitteschön. Ah, tut mir leid, ich wollte es nicht fallen lassen. Hoppa, 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 hoppa. Das fand sie echt lecker. Okay. Schnitzel ist besser als eine Spaghetti. Habe ich verstanden. Was ist sonst noch so? Lass mal mit dem Spiel von dir. Oh je. Was ist das? Du hast da eine Feder. Aber echt mal. Wieso guckt? Mach das Ding weg. Okay. Wird gemacht. Mach das Ding weg. So, bitteschön. Vielen Dank. Bitte, bitte. Abgedreht. Ha, das ist ein Schnitzel. Hehehe. Soll es da irgendwas zu machen bei dir? Oh, die hat sie den Mund aufgemacht. Wozu hat sie den Mund aufgemacht? Da kann man reingucken. Ist ja krass. Ich übe gerade. Ach so, wozu ist das gut? Die ist mir ein bisschen zu suspekt. Wir gehen da jetzt erstmal wieder weg. Die anderen sind aber alle am Pennen, oder was? Der pennt und du pennst. Also haben wir herausgefunden, dass wir so spät wahrscheinlich eher wenig erreichen. Gucken wir nochmal im Klamottenladen kurz vorbei. Willkommen. Farbenfrohschal. Ist klar. Saisonware. Weiblich. Blumen. Untertaliengleit. Vorn geknotet. Kirschtrampler. Gibt's da nicht auch mal was Schönes? Sommerkleidung. Ach, Herr Jemine. Ananas. Ach, das ist doch eklig. Bowlinghemd. Na super. Meerjungfrau-Kostüm. Urlaubsbadekleidung. Ich finde irgendwie die Frauenklamotten noch schlimmer als die Männerklamotten, wenn ich ehrlich bin. Das sieht noch so mit am normalsten aus, sage ich jetzt mal. Das hier könnte in einer anderen Farbe vielleicht ganz gut aussehen. Weiß ich nicht. Irgendwie nicht so ganz begeistert von. Gucken, wie sieht es da aus, farbentechnisch. Das sieht doch nicht so schlecht aus. So, dann haben wir erstmal da Klamotte gekauft. Für die Männer hatten wir ja schon einige Klamotten. So, mehr wird jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr gehen um die Uhrzeit. Weil es ist 3 Minuten vor 11. Da sind meine Mies alle am Pennen. Diese Stinker. Ja gut. Ist ganz lustig trotz allem gewesen, denke ich. Machen dann an der Stelle Schluss. Morgen früh geht's weiter. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Beziehungsweise morgen Abend, weil die Folge kommt ja morgen früh erst. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.